Zu ihrer Zeit war sie das größte je gebaute Schiff und wurde für unsinkbar gehalten. Doch nur wenige Tage nach Beginn ihrer Jungfernfahrt im Jahr 1912 versank die Titanic in den erbarmungslosen Fluten des Atlantischen Ozeans. Von den über 2200 Passagieren und Besatzungsmitgliedern überlebten nur 706 diese schicksalhafte Nacht. Hätte sich ein kleineres Schiff in derselben Situation besser geschlagen, war die Größe des Eisbergs wirklich relevant? War es ein Fehler, den Kurs des Schiffes in letzter Minute zu ändern, um einen Zusammenstoß zu vermeiden? Das sind drei der Fragen, die seither die Menschheit beschäftigen. Was wäre, wenn? Wir wissen, dass die Titanic damals als Wunderwerk der Technik galt. Entworfen wurde sie von Thomas Andrews für die britische Reederei White Star Line. Das Schiff war etwas über 270 Meter lang und 53 Meter hoch. Es bot ausreichend Platz für 840 Kabinen, ein Schwimmbecken, ein Squash-Spielfeld, einen Fitnessraum und zwei Speisesäle. Die beeindruckenden Neuerungen befanden sich jedoch tief unter Deck. Der Rumpf der Titanic war in 16 Abschnitte unterteilt, jeder einzelne wasserdicht verschließbar. Bis zu 4 Abteile konnten voll Wasser laufen, während sich das Schiff dank der übrigen 12 Abschnitte über Wasser halten konnte. Aufgrund dieser Errungenschaft galt das Schiff als unsinkbar. Gerüchten zufolge hat der Vizepräsident der White Star Line, Philip Frank, sogar gesagt: "Es gibt keine Gefahr, die Titanic versenken könnte. Dieses Schiff ist unsinkbar. Die Passagiere werden maximal die ein oder andere Unannehmlichkeit erleiden müssen." Am 14. April 1912 bewies der Zusammenstoß mit einem Eisberg, dass das eine Fehlannahme war. Das Eis schlitzte den Rumpf auf und mehrere Abschnitte wurden beschädigt. Die Titanic sank innerhalb von nur 2,5 Stunden. War die Größe des Eisbergs fatal? Hätte ein größerer oder kleinerer Eisberg einen Unterschied gemacht? Eisberge gibt es in allen erdenklichen Größen und Formen. Sie sind Eisbrocken, die von Gletschern oder Eisschelfen in der Arktis oder Antarktis abgebrochen sind und nun im Ozean treiben, während sie langsam dahinschmelzen. Einer der größten je entdeckten Eisberge stellte die Titanic weit in den Schatten. 1957 wurde ein Koloss von 168 Metern Höhe registriert. Das ist fast so hoch wie das Washington Monument. Stell dir nur vor, etwas derart Großes zu rammen. Kleinere Eisberge können aber ebenso gefährlich sein. In der Größe eines Hauses nennt man sie Bergy Bits. Exemplare so groß wie ein Auto heißen Growler. Die können für Schiffe und Boote viel schwerer zu entdecken sein und sind somit schwieriger zu umschiffen. Doch auch wenn sie kleiner sind, können sie immensen Schaden anrichten. Es ist wichtig zu bedenken, dass Eisberge viel größer sind als das, was wir sehen. Der Großteil befindet sich unter der Oberfläche, um genau zu sein 80% seines Volumens. Die meisten scharfen, rauen Kanten liegen im Verborgenen. Kommst du ihnen zu nahe, ist das Risiko, den Rumpf zu beschädigen, hoch. Da die Titanic unbemerkt auf ihren Eisberg zusteuerte, hätte ein kleinerer Eisberg, den sie im selben Winkel gestreift hätte, vermutlich keinen Unterschied gemacht. Es wäre natürlich möglich, dass ein größerer Eisberg deutlich früher entdeckt worden wäre. Dann hätte die Titanic vielleicht noch rechtzeitig den Kurs ändern können, um die Kollision zu vermeiden. Aber diesen einen zu umschiffen, hätte die Sicherheit der Titanic auch nicht garantieren können. Sie bewegte sich auf einer gefährlichen Strecke durch den Atlantik, die den Namen Iceberg Alley trägt. Sie befindet sich etwa 400 Kilometer östlich und südöstlich vor der Küste Neufundlands. Hinter einem Eisberg lauert der nächste und dahinter noch einer. Die Mannschaft musste also wachsam bleiben, um mehrere potenzielle Kollisionen zu verhindern, nicht nur eine. Eventuell wäre ein kleineres Schiff für diese Reise angemessener gewesen. Die Größe der Titanic war in Bezug auf die Manövrierfähigkeit auf jeden Fall eine Herausforderung. Tatsächlich stieß sie, kaum aus dem Dock in Southampton entlassen, mit einem kleineren Schiff der SS New York zusammen, verfehlte sie nur knapp um ein paar Meter. Ein Schiff dieser Größe braucht Zeit und Platz, um den Kurs zu ändern. Wenn es um den Kampf Schiff gegen Eisberg geht, ist die Schiffsgröße jedoch immer irrelevant. Die Islander war ein Dampfschiff, welches für die Passage in Alaska konstruiert war. Im Sommer 1901 kollidierte sie mit einem Eisberg. Sie trug ein großes Loch im vorderen Rumpf davon. Sie sank nicht direkt und die Mannschaft versuchte, sich noch an Land zu retten. Doch schließlich ging der Bug vollständig unter, das Heck wurde aus dem Wasser gehoben und schließlich sank das Schiff vollständig. Von den 168 Passagieren und der Besatzung überlebten 128.
Außerdem gingen 3 Millionen Dollar in Gold verloren. Die Islander war nur 73 Meter lang, also nur gut ein Viertel so groß wie die Titanic. Die kleinere Größe war in diesem Fall also auch kein Vorteil. Dann war da noch die Hans Hittoft im Jahr 1959. Auch bekannt als die kleine Titanic oder die dänische Titanic. Sie galt als das sicherste Schiff. Sie war 83 Meter lang und hatte 95 Seelen an Bord. Wie die echte Titanic war die Hans Hittoft speziell konstruiert, um den meisten Gefahren auf See standhalten zu können. Sie hatte einen doppelten Stahlrumpf, einen gepanzerten Bug und 7 wasserdichte Schotten. Wie sollte ein solches Schiff sinken? Aber genau so kam es. Das Schiff war auf seiner ersten Reise und kehrte nach Kopenhagen zurück, als das Schicksal seinen Lauf nahm. Am 30. Januar rammte es einen Eisberg. Ein Notsignal wurde noch abgesetzt, doch als die Johannes Kruss ankam, war von der Hans Hittoft nichts mehr zu sehen. Der einzige Beweis ihrer Existenz war ein 9 Monate später in Island an Land gespülter Rettungsring. Auch hier half die kleinere Größe des Schiffes nicht. Eine kleinere Titanic hätte also auch keine sicherere Reise im Jahr 1912 garantieren können. Das letzte Was-wäre-wenn betrifft die Entscheidung bei Sichtung des Eisbergs. Die Titanic hätte versuchen können, stehen zu bleiben, aber das war keine Option, da sie 800 Meter brauchte, um zum Stillstand zu kommen. Der Eisberg war jedoch nur 274 Meter voraus. Zweite Möglichkeit war, dem Eisberg auszuweichen. Genau das ordnete der Kapitän an. Doch der Versuch blieb erfolglos und führte zu einem langen Riss entlang des Schiffsrumpfs. Die letzte Option, ein frontaler Zusammenprall. Hätte das den Unterschied gemacht? Die Antwort ist ein neugierig machendes Vielleicht. Manche Leute glauben, ein Frontalzusammenstoß hätte die Titanic gerettet. In diesem Szenario wäre der Schaden auf den vorderen Teil des Schiffes begrenzt geblieben. Statt dass der Eisberg die ganze Seite aufreißt und mehrere Abschnitte flutet, wären nur die vorderen 4 Abteile vollgelaufen. Das bedeutet, die Titanic hätte sich über Wasser halten können müssen. Vielleicht wäre sie bewegungsunfähig gewesen, aber sie hätte bis zum Eintreffen von Hilfe ausharren können. Die Carpathia hätte genug Zeit gehabt, um den Ort des Geschehens zu erreichen und die Menschen zu retten. Einer der Ingenieure der Titanic, Edward Wilding, machte eine solche Aussage während der Untersuchung des Untergangs. Er argumentierte, dass die meisten Menschen bei einem Frontalzusammenstoß überlebt hätten und die Titanic nicht gesunken wäre. Aber es gibt auch Gegenstimmen. Die speziellen Schotten der Titanic waren dafür konstruiert, das Schiff vor Kollisionen mit anderen Schiffen zu schützen, nicht vor Eisbergen. Einige Abteile hätten den Einschlag absorbiert und wären kollabiert. Der Schaden wäre zwar weitreichend gewesen, aber die anderen Schotten hätten das Schiff über Wasser halten können. Allerdings zeigt ein Eisberg nicht dasselbe flexible Verhalten wie ein anderes Schiff. Die gesamte Energie wäre allein von der Titanic absorbiert worden. Der Aufprall wäre durch das gesamte Schiff gewandert und überall wären die Nieten rausgeflogen, Schweißnähte wären aufgesprungen, die Abteile hätten sich noch schneller gefüllt, das Schiff wäre vielleicht sogar schneller gesunken und es hätte deutlich weniger Überlebende gegeben. Wie bei den meisten Was-wäre-wenn-Fällen werden wir es nie erfahren. So tragisch die erste und letzte Reise der Titanic auch war, sorgte sie doch für wichtige Verbesserungen in der Seefahrt. Die Berichte von der Katastrophe führten dazu, dass 1914 eine internationale Eispatrouille gegründet wurde. Diese Organisation lokalisiert Eisberge im Atlantischen und Arktischen Ozean und hilft anderen Schiffen, sie zu vermeiden. In den USA und Großbritannien sind Schiffe seither verpflichtet, ausreichend Rettungsboote für alle Passagiere an Bord mitzuführen. Regelmäßige Evakuierungsübungen sind Pflicht. Zusätzlich wurden die Schotten erhöht und der Kiel zugunsten eines doppelten Rumpfs erweitert. Zweifellos war der Untergang der Titanic eine schreckliche Tragödie. Aber die Lehren aus dieser denkwürdigen Nacht haben viele weitere Desaster verhindert. Vor über einem Jahrhundert rammte die Titanic einen Eisberg und sank auf den Grund des Atlantiks. Von den 2240 Passagieren überlebten nur etwa 700. Seitdem wurde die Tragödie in unzähligen Filmen, Dokumentationen und Büchern verarbeitet. Wir wissen also relativ viel über das Schiff und die Menschen an Bord. Aber was wissen wir über den Eisberg, der für die Katastrophe verantwortlich war? Vor allem über seine Größe. Nicht viel. Es gibt aber ein paar Hinweise. Aber erstmal zur Titanic.
Sie wurde von der White Star Line als Teil ihrer Passagierschiffflotte gebaut. Damals war sie das größte Schiff, das je gebaut wurde und machte seinem Namen alle Ehre. Das Schiff war 270 Meter lang, was 2,5 nebeneinander liegenden Fußballfeldern entspricht. Und es war 53 Meter hoch, also fast so groß wie 10 übereinander gestapelte Giraffen. Und von der Wasserlinie bis zum Deck war es 18 Meter hoch. Das ist fast so hoch wie ein vierstöckiges Gebäude. Die Titanic war wirklich riesig. Mit Cafés und Außenbereich, Restaurants, einer Bibliothek, einem türkischen Bad, auch Fitnessräume und Squashplätze waren vorhanden. Es gab sogar einen Swimmingpool. Insgesamt passten 3.300 Personen auf die Titanic, darunter 2.435 Passagiere und 900 Besatzungsmitglieder. Obwohl Luxus wichtig war, stand die Sicherheit an erster Stelle. Die Titanic war so konstruiert, dass sie 16 wasserdichte Abteilungen unter dem Deck hatte. Wenn der Schiffsrumpf bei einem Unfall beschädigt werden sollte, sollten bis zu 4 dieser Kammern das Wasser aufnehmen, während die restlichen 12 das Schiff über Wasser halten sollten. Philip Franklin, Vizepräsident der White Star Line, sagte, dass dies das Besondere an dem Schiff sei. Es wird angenommen, dass er sagte, es besteht keine Gefahr, dass die Titanic sinkt. Das Schiff ist unsinkbar und die Passagiere werden keine Unannehmlichkeiten erleben. Da hat er sich aber gewaltig geirrt. Das Schiff verließ England am 10. April 1912 zu einer ersten und, wie wir wissen, letzten Reise. Es brauchte nicht mehr als einen Eisberg, um das mächtige Schiff in den Untergang zu stürzen. Eisberge sind faszinierend, stimmt's? Sie entstanden bei einem Prozess, der Kalben genannt wird. Das passiert, wenn große Brocken Süßwassereis vom Gletscher abbrechen und ins offene Meer treiben. Irgendwann schmelzen sie und sind weg. In der nördlichen Hemisphäre kommen die meisten Eisberge aus Grönland. Im Süden kommen sie aus der Antarktis. Was du oben auf dem Wasser siehst, ist aber nur ein kleiner Teil des Eisbergs, also nur die Spitze. Der größte Teil, das sind bis zu 90%, ist unter Wasser verborgen. Erst wenn du unter die Wasseroberfläche schaust, kannst du den gesamten Eisberg sehen. Dann erkennst du, wie riesig er ist. Der Teil des Eisbergs, den du nicht sehen kannst, ist auch der gefährlichste. Unter den Wellen kann er gezackte Kanten verstecken. Ein Schiff fährt vorbei, rammt die nicht sichtbaren Zacken und wird schwer beschädigt. Es sind aber nicht nur die großen Eisberge, auf die man achten muss. Kleinere Eisberge, die schwieriger zu erkennen sind, können genauso gefährlich sein. Ein Growler zum Beispiel ist weniger als 2 Meter lang und ragt nur etwa mehr als 1 Meter aus dem Wasser. Und ein etwas größerer Bergibit ist weniger als 4 Meter groß. Die Gefahr durch Eisberge war bekannt, als die Titanic in See stach. 1901 war die Islander auf dem Weg durch die Inside Passage nach Alaska. Sie kollidierte mit einem Eisberg und sank sofort. Glücklicherweise konnten sich 138 der 178 Menschen in Sicherheit bringen. Damals gab es noch keine spezielle Ausrüstung, um Eisberge aufzuspüren. Das beste Werkzeug waren die Augen. Von einem speziellen Aussichtspunkt über dem Schiff, dem sogenannten Krähennest, mussten 2 Besatzungsmitglieder über den Ozean blicken und nach möglichen Gefahren Ausschau halten. Das Krähennest befand sich an der Vorderseite des Schiffes, 15 Meter über dem Deck. Es war am Mast befestigt. Von dieser Höhe aus hatte man einen guten Blick auf den Ozean. Wenn die Ausgucker etwas Verdächtiges sahen, betätigten sie eine große Glocke, um Alarm zu schlagen. Danach nutzten sie ein spezielles Telefon, um den Captain vor der Gefahr zu warnen. Aber stell dir mal vor, was das für ein schrecklicher Arbeitsplatz gewesen sein muss, besonders in der Nacht, in der die Titanic sank. Das Krähennest war kein warmer, gemütlicher Ort, der von Fenstern umgeben war. Es war wie eine große offene Wanne, die den Elementen der Natur ausgesetzt war. Am 14. April 1912 lag die Lufttemperatur bei 4 Grad Celsius, also nahe dem Gefrierpunkt. Da sich das Schiff mit einer Geschwindigkeit von 23 Knoten bewegte, was mehr als 40 Kilometer pro Stunde sind, waren die Matrosen der eiskalten Luft im Krähennest schutzlos ausgeliefert. Das einzig Gute an diesem Job war, dass die Schicht nur 2 Stunden dauerte. Frederick Fleet war der Matrose, der den Eisberg entdeckte. Er saß im Krähennest zusammen mit Reginald Lee.
Fleet behielt die linke Seite des Schiffes im Auge, während Lee die rechte Seite observierte. Es war 22 Uhr, als die beiden Männer ihre Schicht antraten. Sie waren bereits vor dem Auftauchen von Eis gewarnt worden. Aber wenn du frierst und es ist dunkel, ist das ein echt anstrengender Job. Noch schlimmer war, dass die beiden Männer kein Fernglas hatten, das ihnen die Arbeit erleichtert hätte. Fleet sagte später, dass ein Fernglas die Tragödie verhindert hätte. Es waren noch etwa 20 Minuten bis zum Schichtende, als die Matrosen den Eisberg bemerkten. Sie läuteten die Glocke. Einmal, zweimal und noch einmal. Dann informierten sie die Brücke. Anfangs schien es, als käme der Alarm gerade noch rechtzeitig. Die Schiffsmotoren drehten um und der riesige Ozeandampfer schaffte es zu wenden. Das reichte aber nicht aus, um dem Eisberg auszuweichen. Eis hagelte auf das Deck des Schiffes. Der Eisberg riss den Schiffsrumpf auf und Wasser strömte ein. 2 Stunden und 40 Minuten später war die Titanic verschwunden. Und hier haben wir Anhaltspunkt Nummer 1 für die Größe des Eisbergs. Er war groß genug, um in der Dunkelheit der Nacht mit bloßem Auge und ohne Fernglas entdeckt zu werden. Er war auch groß genug, dass Eisstücke auf das Schiffsdeck fallen konnten. Leider passierte das Unglück lange bevor es soziale Medien und Smartphones gab. Daher hat niemand an Bord Fotos oder Videos vom Eisberg gemacht. Aber es gab Fotos vom möglichen Eisberg, die später am Tag aufgenommen wurden. Die SS Prinz Adalbert war am Morgen des 15. April 1912 in der Nähe des Unglücks unterwegs. Der Steward auf dem Schiff wusste noch nicht, was mit der Titanic geschehen war. Aber als er einen Eisberg vorbeitreiben sah, wollte er ihn unbedingt fotografieren. Warum? Der Steward sah an der Unterseite des Eisbergs eine rote Linie. Sie ließ darauf hindeuten, dass er in den letzten 12 Stunden mit einem Schiff kollidiert war. Ein zweites Foto wurde vom Schiff Minya aufgenommen, das in das Gebiet geschickt wurde, um nach Trümmern der Kollision zu suchen. Captain D. Carteret sagte, er habe unter den Trümmern nur einen Eisberg gesehen. Er sah auch den Streifen mit roter Farbe am Berg. Anhand der Fotos und Zeugenaussagen wurde in Zeitungsberichten von einem Eisberg berichtet, der 15 bis 30 Meter hoch und 60 bis 120 Meter lang war. Das ist Anhaltspunkt Nummer 2. Der Eisberg, der die Titanic rammte, begann seine Reise wahrscheinlich an der grönländischen Küste und trieb an der Baffin Bay vorbei zur Davisstraße. Von hier aus muss er durch die Labradorsee getrieben sein, bis in den Atlantik. Was übrigens ziemlich beeindruckend war. Die Gletscher in Grönland werfen jedes Jahr zwischen 15.000 und 30.000 Eisberge ab. Manche sind klein, andere groß. Aber nur 1% schafft es tatsächlich in den Atlantik. Die anderen schmelzen auf dem Weg dahin. Wir wissen, dass die Temperatur des Atlantiks, wo die Tragödie stattfand, etwa minus 2 Grad betrug. Das ist unter dem Gefrierpunkt. Diese Temperatur führt bei Menschen zu Erfrierungen und Unterkühlung. Aber für einen Eisberg ist diese Temperatur ziemlich warm. Die meisten würden nur 2 bis 3 Jahre im Nordatlantik überleben, bis sie langsam im wärmeren Wasser geschmolzen sind. Daher können wir davon ausgehen, dass dieser Eisberg 1910 oder 1911 von Grönland kam und Ende 1912 oder 1913 vollständig geschmolzen war. Da er es bis zum Atlantik geschafft und das Schiff erheblich beschädigt hatte, ist das Hinweis Nummer 3 auf seine Größe. Wir werden nie genau erfahren, wie groß der Eisberg an diesem Tag tatsächlich war. Aber wir wissen, dass es sich definitiv nicht um einen Growler oder einen Bergy-Bit handelte. Diese beiden Eisbergarten sind viel zu klein. Und da das Eis während des Zusammenstoßes auf das Deck fiel, muss der Eisberg etwas größer gewesen sein als 18 Meter. Die Schätzungen, die in den Zeitungen veröffentlicht wurden, waren schon sehr naheliegend. Der Eisberg, der die Titanic zum Sinken brachte, war also ein gewaltiger Eisberg. Übrigens sind Eisberge auch heute noch eine Gefahr. Erst 2007 kollidierte das Kreuzfahrtschiff Explorer mit einem Eisberg und sank im Weddellmeer der Antarktis. Aber zum Glück haben alle überlebt. Die International Ice Patrol wurde 1914 nach dem Untergang der Titanic gegründet. Die Organisation ist auch heute noch aktiv und besteht aus Vertretern verschiedener Länder. Mithilfe von Flugzeugen und Radargeräten ortet und verfolgt die Patrouille größere Eisberge und stellt die Informationen allen zur Verfügung, um weitere Tragödien im Meer zu verhindern.